So Leute, und damit sage ich, ui, und damit kann es jetzt auch wieder weitergehen. Ich habe schon vor längerer Zeit angekündigt, wieder neue Videos zu machen und einfach mit neuen Stuff um die Ecke zu kommen. Und jetzt ist es endlich soweit, jetzt habe ich mich endlich mal zusammenreißen können und habe den Start auf jeden Fall gefunden. Das war die letzten Monate ehrlich gesagt gar nicht möglich, weil ich einfach so viele Ohren hatte. Ist auch egal, ich spezialisiere mich auf den Bereich Gaming und werde alles so ein bisschen drumherum machen, einfach ein bisschen Let's Playen oder einfach mal ein Review oder sonst was. Heute geht es mal ganz locker flockig los mit so einem Best of 5 Videos, also die ersten Spiele, die ich so hatte, davon meine 5 Lieblingsspiele. Einfach mal ganz smooth so zum Einstieg. Ihr könnt den Kanal ja gerne mal abonnieren und auch einfach mal ein paar Videos gucken. Und ansonsten könnt ihr mir gerne immer Kritik da lassen, das ist überhaupt kein Problem. Ich bin immer offen für konstruktive Kritik, also alles, was mich irgendwie weiterbringt und auch den Kanal. Und dann mit ihr auch eben auch euch. Und einfach mal da lassen, einfach mal in die Kommentare reinhauen. Ich lese mir das sowieso mal durch. Ansonsten wünsche ich auch erstmal viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall. Ciao. Hey Leute, was geht ab? Schön, dass ihr da seid. Heute in diesem Video geht es um die Top 5 Videospiele, die ich als erstes als Kind gezockt habe. Das war so quasi mein Einstieg in die Gaming-Welt. Es geht dabei nur um Spiele von dem SNES, weil das war nun mal eben meine erste Konsole. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange und los geht's. Auf Platz 5 ist Donkey Kong Country. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kannte das Spiel vorher nicht und ich habe es zum ersten Mal damals im Jugendzentrum gezockt, einfach mit ein paar Freunden. Und es war damals wirklich der Wahnsinn. Es war einfach so dynamisch, es war so actionreich, es war einfach, man konnte das wirklich tagelang zocken und ich habe dann für mich gesagt, geil, das hole ich mir für zu Hause auch. Und als ich dann erst einmal drin war, habe ich es dann einfach tagelang durchgezockt und muss auch wirklich sagen, dass ich glaube ich ganz lange gar nichts anderes parallel gespielt habe. Das, was mir am meisten bei Donkey Kong Country 1 im Gedächtnis geblieben ist, ist die Achterbahnfahrt und immer die Spielwelten mit den Fischen, mit den Haien, wo man da, glaube ich, diesen Schwertfisch da steuern muss. Das war richtig krass. Aber gerade eben diese Geisterbahnfahrt, die war auch krass. Aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, in welchem Teil die war. Das ist so ziemlich das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Außerdem finde ich, ist es ein sehr angenehmer Schwierigkeitsgrad. Und ich muss euch echt sagen, ich habe teilweise, wenn ich die Spiele durchgezockt habe, danach noch geträumt von den Spielen. Das ist richtig krass. Ich hatte das ganz oft bei vielen Spielen, aber da war es echt besonders extrem, weil ich mir auch gerade zum Ende hin gewünscht hätte, ja, warum geht es jetzt nicht weiter? Ne? Warum kommt da nicht noch was? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war mal so eine kleine Macke von mir. Und wie gesagt, ich habe manchmal echt davon geträumt. Platz Nummer 4 geht an Yoshi's Island. Und das ist eine Mischung aus Geschick und auch Timing. Ansonsten fand ich immer dieses Design richtig ansprechend, auch einfach die Spieldynamik. Einfach die Steuerung fand ich super angenehm. Man musste halt wirklich sich richtig ins Zeug legen und man musste erstmal gucken, wie handle ich das Ganze und wie komme ich am besten wirklich von A nach B. Das, was mir aber besonders in Erinnerung geblieben ist, ist dieser traumatische Endgegner mit Bowser. Wirklich ganz zum Schluss. Und ich weiß nicht, wie es euch ging und ich weiß nicht, wer das auch mal gezockt hat, aber ich war damals ein kleines Kind. Ich war damals so 8 oder 9, 10 Jahre alt und wenn man das nicht geschafft hat und der dann am Ende direkt vor einem stand, ich habe Panik bekommen. Ich habe bestimmt ein paar Anläufe gebraucht, bis ich das dann geschafft habe und ich habe es danach auch mehrere Male durchgespielt, aber ich weiß noch, das erste Mal hochtraumatisch. Platz Nummer 3 geht an Super Mario Kart und ich muss sagen, das war so ziemlich das Spiel, was ich mit Freunden am meisten gespielt habe. Ist ja auch klar, ist jetzt auch nichts Neues. Kennt ihr wahrscheinlich bei euch auch, aber ich habe mir teilweise heftige Battles mit meinen Freunden, mit meiner Schwester geliefert. Über Stunden, wirklich über Stunden. Und eigentlich war das Spiel gar nicht so unglaublich komplex und umfangreich. Aber es war halt für die damalige Zeit einfach so etwas komplett Neues. Sowas kannte man eigentlich noch gar nicht. Also zumindest nichts, wo ich jetzt sagen würde, das war irgendwie vergleichbar. Die meisten legendären waren auf jeden Fall immer diese Battle-Modus-Spiele. Gerade das Spiel mit den Ballons. Das war wirklich richtig, richtig krass. Also da, ich weiß noch, dass wir damals manchmal Spiele hatten, die konnten wir über 10 Minuten nicht entscheiden, über 15 Minuten nicht entscheiden und über 30 Minuten auch nicht. Und irgendwann haben wir gesagt, wir hören jetzt auf, weil es nicht mehr anders ging. Ansonsten habe ich noch festgestellt, dass das Zeitfahren, was ich immer persönlich gemacht habe, sehr populär war. Da gibt es richtige Rekorde auf YouTube. Ich habe mir das immer mal angesehen. Ich dachte immer so, boah, ich glaube, ich bin ganz gut. Dann habe ich mir diese Rekorde mal angesehen und ich dachte, oh fuck, Alter, ich bin ja gar nichts dagegen. Richtig kranke Zeiten. Wer war denn euer Lieblingsfahrer und vor allen Dingen, welches Fahrzeug habt ihr euch ausgewählt aufgrund seiner charakterlichen Eigenschaften? Die waren ja mal sehr verschieden, also die von Yoshi und Princess waren ja mal sehr schnell. Von Donkey Kong hatte eine sehr hohe Höchstgeschwindigkeit. Wer war euer Lieblingscharakter?
Platz Nummer 2 geht an International Superstar Soccer Deluxe. Und das ist ein bisschen verwunderlich, weil eigentlich gibt es eigentlich relativ renommierte Namen in der SNES-Reihe. Das Problem ist eigentlich nur, die waren damals unspielbar. Die Spiele waren einfach scheiße. Ich war halt einfach damals Fußball verrückt und ich habe wirklich wahnsinnig gerne als Kind Fußball gespielt, den ganzen Tag gefühlt. War so ein Straßenbolzer. Und als ich dann dieses Spiel zum ersten Mal in die Finger bekommen habe, dachte ich so, ja komm, ich gebe den ganzen nochmal eine Chance, weil die anderen Spiele waren einfach nur scheiße. Und was muss ich sagen, Leute, ey, das war wirklich der Wahnsinn. Dieses Spiel hat mich damals so mitgenommen, weil einfach die Steuerung und einfach die Grafik war einfach für die damalige Verhältnisse war das ziemlich, ziemlich gut. Die Steuerung war flüssig, die Grafik war irgendwie ansprechend, der Sound alleine, hört mal. Ja, einfach so krass, das gibt einen so richtig nostalgische Vibes. Ich habe das über Stunden gezockt, besonders witzig war immer, ihr kennt ja diese Codes und ich hatte irgendwie immer Probleme als Kind, mir die aufzuschreiben. Irgendwas war irgendwie immer falsch und dann ging der ganze Code nicht mehr. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach die SNES einfach tagelang angelassen, damit meine Spielstände nicht zurückgesetzt werden. Ja, das war damals echt mega lästig. Ich weiß noch, ich glaube, einmal lief den ganzen Monat durch. Einfach der Wahnsinn. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist einfach dieser legendäre Torjubel. Hört nochmal. Yeah! Einfach geil. Und zu guter Letzt, gute alte Super Mario World. Das war damals einfach ein perfekter Einstieg, um in dieses ganze Gaming, in diese ganze Gaming-Welt einzutreten, um einfach seine ersten Erfahrungen zu machen. Es war super simpel gestaltet, es war nicht zu schwierig, es war nicht zu leicht, es war auch super vielfältig. Ich kann einfach nur sagen, das war einfach so das, was mich erst so richtig auf den Geschmack gebracht hat. Und ich habe es damals auch wirklich sehr lange gespielt, irgendwann war es mir dann auch ein bisschen zu low. Aber ansonsten muss ich sagen, gerade aufgrund, weil es einfach ein guter, guter Einstieg war, ist es mir so positiv in Erinnerung geblieben. So, das war's dann auch schon. Ihr könnt mir gerne sagen, was eure Lieblingsspiele waren oder immer noch sind. Ich persönlich zocke momentan von den ganzen Spielen nicht mehr so wahnsinnig viel, manchmal noch International Superstar Soccer Deluxe. Einfach, weil ich mich nochmal wie so ein Kind fühlen möchte. Eigentlich ein bisschen albern, aber irgendwie ist es immer noch spielbar. Naja, lasst gerne ein Feedback da, ansonsten haut rein. Ciao.